Halli. Hallo, Hallöle. Ich bin Jocke und präsentiere euch wieder einmal die Map News. Nach den Weihnachtsfeiertagen natürlich. So, und natürlich geht es weiter mit neuen Karten. Naja, sagen wir so. Ja, muss absprechen. Nicht ganz neu. Es. Ja. Die Silage Power Map ist die Standardkarte und es wurde rein an der Biogasanlage etwas verändert. Nämlich, ja, es sind eine Einfahrt ist nicht dazu gekommen, aber die Leute, die das kennen, und es sind sicher einige, sehen einfach, dass diese zwei Silos hier dazugekommen sind und funktionieren sie überhaupt? Mal schauen. Nein, funktioniert nicht. Ah, sehr schön. Scheinen nicht zu funktionieren, aber gut. Ich lasse es mal dabei. Und ja, angeblich ist sie getestet worden und nach mühevollen Arbeiten umgebaut. Naja, ich kann das ehrlich gesagt nicht behaupten, dass das wirklich nach lange Arbeit umgebaut wurde. Und man muss auch ehrlich sagen, in puncto Silage gibt es nur eine Biogasanlage. Also kann man dem, was die steht, nicht glauben. So, die Map kommt von Silage 94 und ohne weitere Umschweife geht es zum nächsten. So. Und weiter geht es mit der Gristone Farm. Und der Mapper, nämlich Large Age Mapping, wohnt ungefähr 20 Minuten von dieser nachgebauten Landschaft entfernt. Und er ist mit seinem Auto die ganze Gegend sicher mehrmals abgefahren. Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich gut. Es ist mal eine andere Karte und es schaut auch recht interessant aus. Stadtfahrzeuge haben wir keine. Das ist ja auf dem leichten Spielstand etwas blöd. Aber es gibt 4 Gewächshäuser. Damit kann man schon was anfangen. 3 Pferdeweiden. Ja, aber noch keine Pferde. Und ja, leider nur eine. Leider nur eine Verkaufsstelle, aber 5 Farmen und über 110 Felder. So, schaut auf jeden Fall recht interessant aus. Das besitzt man schon alles. Man kann zum Teil 2 auf einmal oder mehr auf einmal kaufen. Ja, die Preise geben das her, dass man das auch noch so machen kann, muss ich ehrlich sagen, weil sie sind nicht wirklich hoch und ja, es. Das kann man so belassen. So, das haben wir mal die erste Farm. Schaut auf jeden Fall einmal recht schön aus. Also, ich kann mich momentan nicht beschweren. So, das sind wir beiden, 2 Stück. Auch die schlechteste links und rechts. Ja. Dann ist hier Einkaufszentrum, Getreidespeicher, der Händler. Dann haben wir hier die kleinen Gewächshäuser. Ich bin wieder zu schnell unterwegs. Ja, jetzt geht's wieder. So, schaut wirklich schön aus, die ganze Gegend. Da haben wir die Gewächshäuser. Ja, für Forstliebhaber ist auch was dabei. Aber so wie das ausschaut, sind das nur die ganzen Laubbäume. Und etwas tiefer gesenkt, so wie ich das sehe. Ist aber nicht schlecht. So, schauen wir uns das Ganze weiter an. Da, Tankstelle, da brauche ich schon die Gewächshäuser. Da ist ein Lager, der Bierhändler. Da komme ich nicht hin, da muss ich so hin. Gut, ja, da ist mein Lager und
Ja, im Prinzip kann man sich die Höfe sogar etwas aussuchen. Finde ich ehrlich gesagt nicht einmal so schlecht. Das Ambiente ringsherum, das schaut auch gut aus. Die Karte ist nicht flach und die Felder gefallen mir auch. Also, ich bin überzeugt, da kann man sehr lange und sehr viel Spaß auf dieser Karte haben. Ah, Fußballstadion. Ja, auch sehr schön. So. Aber dadurch, dass es heute noch einige Karten gibt, mache ich das wieder mal nicht zu lange und wir gehen weiter. Und weiter geht es auf der Perakula, einer schönen, was sagen wir mal vorsichtig, schönen Karte in Estland. Und der Hof wurde 1906 erbaut, also nach einem realen Gebiet oder zumindest eine Geschichte hat diese Karte. Also 1906 gebaut und im Laufe der Zeit wurde der Hof natürlich größer und die Stadt wurde auch größer. So, wie schaut man mit den ganzen aus? Diverse Dinge kann man sich um 422.000 kaufen. Da ist der Viehhändler dabei, dann der Fahrzeughändler, dann haben wir Sägewerke und das Feed Grain South, also Tierfutter sozusagen. So, was haben wir da noch? Dann haben wir noch hier den Hof. So, was haben wir denn mal? Man hat 5 Kühe von Brown Swiss und 10-mal Holstein. Dann hat man irgendwie Produktionen. Nein, Stahlfahrzeuge hat man, das ist mal was Gutes. Bei den Jahreszeiten wurde auch nichts verändert. So, dann schauen wir mal. Ja, das kleine Gerät zum Herumfahren. Dann haben wir John Deere mit Kartoffelansetzer und ich glaube, da sind die Kartoffeln schon reif. Also man kann schon hier anfangen. Zumindest mit Kartoffeln ernten. Dafür sollte man oder würde ich mal sagen, dass man alles schon hat. Ja, da haben wir noch, auch noch was. Ein Glas Axion. Ja, und das war's dann. So. Gehen wir von dem Punkt hier aus und ja, es sind 57.000 Bäume auf der Karte. Insgesamt 7 Felder, 3 Verkaufspunkte, natürlich Tierhändler, Fahrzeughändler. Es gibt auch 2 Seen. Ich glaube, die sind dann hier so blau markiert und der Fluss geht hier auch noch durch. Und ja, Bäume 57.000. Naja, ich glaube schon fast mehr. Ist aber nicht schlecht, das schaut auf jeden Fall mal gut aus. So. Dann Schotterstraßen sind ein langer Fluss, Scheune, Tierweide, Kraftwerk gibt es auch. Und es gibt auch viele Stromleitungen. Und von den Stromleitungen muss man so wie in Rahl auch die Bäume weg. Arbeiten bzw. entfernen, damit dass sie die Stromnetze nicht beschädigen. Ich finde es ja, nicht schlecht. So. Was gibt es sonst noch? Ja. Da hätten wir dann das Sägewerk. Schaut ja auch gut aus. Und ja, man kann auch Gras mähen und alles drum und dran. Biogasanlage habe ich jetzt eher gesagt nicht gesehen, aber die können man sicher auch bauen. Ja, aber ich glaube, am meisten braucht man auf dieser Karte dieses Sägewerk. Sonst glaube ich, kann man nicht wirklich viel dabei, ja, machen. Aber gut. So. Also dann, ich würde mal sagen, ich belasse es mit bei den Eindrücken dieser Karte und diese Karte ist eher für Postliebhaber geeignet und macht sicher auch sicher viel Spaß. Es ist auch wirklich alles ja, relativ schön unterteilt, dass man auch im Multiplayer hier, vor allem wenn sich ein paar Postliebhaber so zusammenschließen, im Multiplayer schön spielen kann. So, weiter geht's auf der Midwest Battle Co.
So, der Mapper, nämlich Bronkima, hat geschrieben, dadurch, dass Gen Editor Update alles durcheinander bringt, muss er diese Karte leider so veröffentlichen, beziehungsweise vorzeitig. So, man sieht, punkto Früchte, es fehlt so einiges. Es fehlt wirklich einiges und natürlich ist alles hier so drinnen, was ich sehe. Aber ich glaube, auf dieser Karte nicht so optimal glücklich werden. Außer natürlich, es gibt Leute, die mit weißen Gäste, Raps, Hafer, Mais, Soja und Hirse und natürlich Gras zufrieden sind. Weil mehr gibt es anscheinend nicht auf dieser Karte. Oder kann man es doch anbauen, aber wird noch hier nicht angezeigt. Ich finde es extrem schade und man hat die ganze Karte. Ja, ist ja auch nicht schlecht. So. Oh. Du hast noch keine Stelle. Aber das ganze Land ist gekauft und wir sehen nur die Kühe. 50, nein, 60 Kühe. Okay. Ich sag mal Folgendes. Am besten. Man spielt diese Karte eher nicht, weil, ja, sie ist, würde ich mal sagen, noch lange nicht fertig. Es ist schade, weil sie hat irgendwie zumindest ein bisschen Potenzial. Beziehungsweise Potenzial ist vor allem nur, ja, es gehört weitergebaut. Also, so schlecht ist sie im Großen und Ganzen nicht. Die Fehler gehören vielleicht ein bisschen noch verändert, aber mehr, ja, es wäre halt was. So. Noch einmal schnell durch. Punkto Stadtfahrzeuge alles anschauen. Ja, auf jeden Fall jede Menge John Deeres. So. Da haben wir den Haupthof. Und ich glaube, da sollten noch ein paar Bäume dazukommen, oder? Nein, ich glaube, die Bäume passen so, wie sie sind. Ja, auf jeden Fall hätte diese Karte schon Potenzial, meiner Meinung nach. Nur sie gehört weitergebaut. So. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zu, naja, sagen wir so, ungebannten Standardkarten. So. Und willkommen. Jetzt auf der Fame Bellrun in der Version 1.5. So, die Fame Bellrun, im Prinzip die Haunt Bellrun, natürlich etwas vergrößert, verbessert, je nachdem wie man es halt halten möchte, auf jeden Fall etwas umgebaut. Und es gibt ein paar Änderungen, nämlich Zuckerrübenschnitzel sind jetzt als zusätzliche Produktion in der Kalkfabrik installiert. Zuckerfabrik, das war nämlich Kalkschneiderei, Gewächshäuser, Saatgutproduktion, Rügenschnitzelkalkproduktion. Na bitte, Steine rein, Kalk raus, Zuckerrüben rein, Zuckerrübenschnitzel raus. Sehr schön. Zuckerfabrik, die tut das Gleiche. Und ich schätze mal, da ist schon etwas verändert worden. Naja, nicht schlecht. So, und Bugfix der Kalkproduktion. So, und das war's von dieser Karte her. Und ja, es kommen jetzt noch zwei Karten. Eine, sage ich gleich, die funktioniert leider nicht. Und die andere wurde nur etwas Kleines verändert und das zeige ich euch natürlich auf einem Foto. Und bevor ich es vergesse, diese Karte kommt von Pandama. So, und jetzt kommt die Elm Creek Edit bei Stevie. Und ich vergesse mal das, was hier steht, weil in den Kommentaren steht auch alles. Ja, es ist im Prinzip bei mir genauso wie hier, nämlich bei 25% stürzt das komplette Spiel ab. Also, Leute,
Solange kein Update draußen ist, wo das Ganze funktioniert, lasst es lieber. Weil ihr spart euch Zeit und Nerven. So, aber weiter geht es mit der Hard Battleground. Das ist ein Safe Game von Fufu Lafay RS. Und erstens, man benötigt den Holzunterstand, der ist hier eh zum Download bereit, und man hat nur das Grundstück, nämlich den Hof und 1,5 Millionen Euro Startkapital. Natürlich hofft der Mapper, dass einem das Ganze hier gefällt. So. Was hat sich geändert? Schauen wir das gleich mal anders an, nämlich ja. Hier sehen wir den Hof, den er umgebaut hat. Schaut meiner Meinung nach richtig gut aus. Das ist eine BGA und alles drum und dran. So, hier glaube ich, geht man hin. Ja, schaut gut aus. Also, er hat sich was dabei gedacht beim Umbauen. Aber gut, das war es aber heute noch nicht. Nämlich, jetzt kommen wir zur Umfrage. Ich habe euch nämlich die Frage gestellt. Spielst du während der Feiertage den LS? So, also 62% haben gesagt, ja, sicher. 26% spielen ein wenig, 9% spielen sie nicht. Da ist ehrlich gesagt auch nichts einzusetzen, weil Feiertage muss man nicht unbedingt spielen. Und 3%, ja, spielen, wenn sie dürfen. Aber gut, das ist auch in Ordnung. Aber 62% spielen, ich finde das Ganze wirklich nicht schlecht. Gut. Es haben 68 Leute mitgemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall. So, natürlich. Was das für heute mit den Web News. Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Anschauen, und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.